ein Bild gibt. Es gibt ja sehr viele Kunstwerke, die sich mit Textbild auseinandersetzen. Da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht so sehr. Aber in einem Punkt, eben in diesem einen Punkt, ist es eben doch etwas anders. Gibt es eben nur eine Fotografie, die wie eine Postkarte quasi beschrieben ist. Ne? Also es hat ja fast so eine, hätte so eine Referenz, weil es ist nur ein Text für ein Bild und handschriftlich und nicht in dem Sinne nicht nochmal weiter kommerziell bearbeitet. Und Ute hat uns jetzt das Türchen geöffnet zum Buch, zum Einschreiben, was ja quasi auch wieder an gemeinsame Arbeiten anknüpft, die ja sehr weit zurückgehen. Also das muss man hier auch mal mit aller Deutlichkeit sagen. Dieses Buch beruht ja auf einer langen gemeinsamen Tradition des Zusammenarbeitens, des gegenseitigen Bälle zuwerfens, des gegenseitigen Gegensprechens, um mal bei diesem Bild zu bleiben, der Gegensprechanlage oder der Wechselsprechanlage. Und vielleicht könnte man mal das erste Bild zeigen von unserem ersten Buchprojekt von 1989. Das sind unglaubliche 32 Jahre, die seitdem vergangen sind. Das ist wirklich ein langer Zeitraum. Die Arbeit hieß damals Ghetto-Hochzeit, als hätten wir uns damals so virtuell verheiratet, ne? Ja, die Frage ist für uns beide anscheinend sowieso, wie spricht man über eine Künstlerfreundschaft? Jetzt doch vor der Öffentlichkeit. Normalerweise würden wir das, glaube ich, so nicht tun. Wir werden eigentlich fast immer, wie wir das dauerhaft seit wie vielen Jahren nun sind, in einem intimen Gespräch. Aber hier wollen wir jetzt mal, müssen das anscheinend auch mal nach außen bringen. Die Idee, überhaupt dieses Gespräch jetzt hier öffentlich zu führen, hat ja doch zu tun mit diesem Buch, mit diesem Arbeitsprojekt, das seit vielen Jahren schon geht. Mia Lewandowski hat, solange ich ihn kenne, auch Fotografie produziert. Eine seltsame Mischung für den Hausgebrauch zum Teil, aber eben auch sofort für Ausstellungszwecke. Und daraus ist irgendwann auch mal ein eigenes Buch geworden, nach einer langen China-Reise, da kommen wir hoffentlich drauf zurück. Aber es entstand eben auch schon lange Zeit, parallel zu allen seinen sonstigen vielen Arbeiten, ein großer Vorrat an Bildern, die meistens auf Reisen entstanden. Und eines Tages war die Idee da, ob ich Lust hätte, zu diesen Bildern Texte zu schreiben. Und zwar keine Kommentartexte, sondern ausgelöst von diesen Bildern vielleicht Geschichten oder seltsame Paraphrasen. Was passiert auf den Bildern? Was passiert andererseits vielleicht im Kopf eines Betrachters? Oder steckt dahinter eine Lebensgeschichte oder ein Fragment einer Lebensgeschichte? Und so entstand das ein bisschen im Austausch. Ohne andere Spielregeln als nur die, dass ich immer wieder mal Bilder rübergereicht bekam, die mich auch sofort fasziniert hatten. Und dann nach einer Weile wie von selber dazu ein kleiner Text entstand. So, das ist dieses Projekt. Das hatte auch übrigens verschiedene Zwischentitel. Das gab auch schon kleinere Ausstellungen daraus. Am Ende mussten wir uns jetzt mal überlegen, wie nennt man das Ganze? Und da kam dann dieser ominöse Begriff auf. Du fragtest, wie heißen denn diese Apparate, die man benutzt oder Ja, die dazu in muss man, Haushalten installiert sind, wenn man den Postboten annimmt und so weiter. Und da kam man auf diesen englischen vielleicht muss Begriff man Intercom. doch noch mal zurückgehen und noch mal die ersten Serientitel der ersten Abschnitte. Also diese Arbeit ist über 10 Jahre jetzt, ne? Oder 11 Jahre hin entstanden. Und es sind gar nicht mal so viele Blätter. Ja, in 11 Jahren könnte man ja auch
viel, viel mehr produzieren. Aber es ist immer das ist diese strenge Auswahl, nicht? Ja, immer sehr dezidiert gewesen. Das sind immer nur immer 6, 7, 8 mal 10 Blätter gewesen. Und wir sind jetzt bei 49 Blättern. Und das war so der Punkt zu sagen. Ich habe ja auch Blätter jetzt zurückgewiesen, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, stimmt, ich habe völlig umsonst ein. Manchmal gedruckt. Ja. Das ist ja auch wirklich schade. Da habe ich schon überlegt, ob ich dann selber was draufschreibe. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Nein, also das Interessante ist für mich auch noch ein bisschen daran zu erkennen, wie dieser Intercom-Titel eigentlich ganz selbstverständlich den ersten Titel aufnimmt. Ja, der erste Serientitel war ja sowas wie God Doesn't Make House Calls. Ja, was ich nie verstanden habe. Aber das war so ein schöner Titel von dir. Aber der Housecall ist ja sozusagen, wenn du am Telefon intern in deinem Telefonnetz sozusagen rumtelefonierst. Also er ruft auch nie zurück und so weiter. Und daraus wurde dann später, Gott macht keine Erdgespräche. Das ist also sozusagen, dann ist man schon aus dem Haus raus gewesen. Und irgendwann... Da merkt man natürlich deinen religiösen Hintergrund, das muss man immer sagen. Naja, bitte. Wie er kommt aus einem strengen protestantischen Elternhaus. Das ist aber jetzt nicht Thema hier. Doch. Auf so einen Titel wäre ich nie gekommen, muss ich gleich sagen. Ja, aber dann kamen Titel wie Die Sonne voll in Aktion. Ja. Und da kommt Ute ins Spiel, weil durch Ute brauchte es nochmal Ausstellungstitel, um die Serie vorzustellen. Und damit gab es nochmal einen allgemeinen Titel. Ja. Ja. Und jetzt sind wir aber eigentlich ganz froh, dass wir nach Beiderseits der chinesischen Mauer, was dann der vierte Titel war für die Serie, jetzt endlich mit dem fünften Titel den finalen Titel, glaube ich, gefunden haben. Auch wenn wir weiterarbeiten werden über das Buch hinaus, wird es auch weiterhin Intercom heißen. Genau, aber dieser Titel ist tatsächlich, je länger ich auch drüber nachdenke, spricht aber sehr Typisches an für unsere Zusammenarbeit, wenn ich das... Genau, vielleicht kann man mal ein bisschen über uns nachgedacht, lieber Mia, ja. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir im Laufe dieser vielen Jahre irgendwie einen Weg gefunden haben, also wie erhält man eine Künstlerfreundschaft? Das kann man vorher nicht planen, aber ungefähr das muss in unserem Köpfen drin gesteckt haben. Ja, indem man sich gegenseitig viel zumutet. Ja. Ja, beziehungsweise wie hält man sowas am Laufen, wie langweilt man sich nicht, wir werden vielleicht darauf zu sprechen kommen, wie verschiedene Sachen wir dann doch ausprobiert haben. Und hoffentlich sieht man das ein bisschen, kann man ein paar Bilder zeigen. Aber es ging die ganze Zeit darum, das ist meine These. Also wie erhält man eine Künstlerfreundschaft? Mhm. Und natürlich durch Austausch, durch alle möglichen Formen des Hin- und Herspielens von Bällen. Da gibt es Spielregeln, Spielregelverstöße. Mhm. Man muss auf das Spiel auch mal ändern. Also ich muss dazu sagen, im privaten Bereich versuchten wir da schon ganz schön viel, vielleicht kommen wir später drauf. Wir sind zusammen tauchen gegangen. Wir haben zusammen eine ganze Zeit sehr aktiv Badminton gespielt. Na, nicht zuletzt unsere legendäre Reise 89, wo wir versucht haben, im April 89 mit einem, glaube von deinem Verlag, so kam, wurde uns das Auto zur Verfügung gestellt, einem BMW, 5er BMW oder sowas, wollten wir nach London. Und wo sind wir stecken geblieben auf der Reise durch verschiedene Kulturgebiete Deutschlands in Amsterdam und haben uns da irgendwie, glaube ich, ziemlich Fear and Losing in Las Vegas mäßig irgendwie ziemlich die Rübe weggeballert und das große Ziel London wurde nie erreicht und sind völlig abgebrannt irgendwie wieder zurück nach Frankfurt. Und hatten dort eine wunderschöne Wohnung mit Blick auf die deutsche Banktürme. Und aber das solltest du unbedingt in deinen Memoiren schreiben. Naja gut, das hat jetzt hier das nämlich... Aber das, ich meine, Zusammenarbeit ist sozusagen immer auch das, was auch nicht manifest wird in einer Form von einem Buch oder von einem Text. Ich muss ja sagen, weil du den Titel vorhin eingeworfen hast, das war der Beginn, der Beginn meines Erachtens... Unsere Zusammenarbeit waren zwei Dinge. Also wir haben ganz traditionell eine Grafik-Text-Edition. Das hat wirklich also gezeigt. Also an Hochprojekten. Diese Performance waren die schon da jetzt? Und dann, und das ist vielleicht eher ungewöhnlich, aber hat zu tun mit deiner Herkunft, wie du in die Kunst hineingekommen bist,
Du hast ja in Dresden studiert an der Kunstakademie und warst da in einer Bühnenbildklasse. Das war die einzige quasi. Das musst du aber jetzt bitte nicht öffentlich sagen. Ja, aber ich will doch damit andeuten, dass es damals keine andere Form gab, Multimedia zu machen. Und da wart ihr in einer Performance-Truppe. Auch diesen Namen kann man kurz erwähnen, die Autoperforationsartisten. Und das habe ich gesehen, das hat mich am meisten damals inspiriert. Das war so ungewöhnlich in der ganzen Kunstszene damals in Dresden, aber auch darüber hinaus, dass ich sozusagen gern dabei sein wollte. Das ging aber nicht ganz. Also wir konnten das nur sozusagen auf einer zweierseitigen Basis dann anfangen, dass du und ich, die wir uns näher kennengelernt hatten, Freundschaft schlossen, mit Performances begannen. Ja, und die Gruppe der Autoperforationsartisten hatte ich ja auch als Eindringling empfunden, ja, als Fremdkörper. Und hat alles getan, dich immer sozusagen aus den Performances rauszuhalten, was wir aber mit Erfolg dann doch wieder unterwandert haben. Ja, also diese Performance, gerade Verlesung der Befehle, haben wir jetzt kein Bild dabei, aber war eine legendäre Performance noch damals in Dresden. Aber vielleicht dann noch ein anderes. Vielleicht doch nochmal das Bild 2. Eben. Deutsche Gründlichkeit, bei dem man auch sieht, dass wir uns nichts, dass wir nichts ausgelassen haben, was uns auch irgendwie Mühsal bereitet. Also mit Unterbergflaschen ins Gesicht gesaugt, eine Straßentaube durch die Galerie schiebend, hast du Texte gelesen und hast hin und wieder mir so ein Fläschchen aus dem Gesicht gezupft, woraufhin ich dich dann am Ende deiner Lesung mit Kohlenstaub mit dem Staubsauger eingeblasen habe. Also das klingt jetzt etwas kryptisch, ne? Klingt auch. Man muss dazu sagen, es gab teilweise Drehbücher und dann wurde aber auch viel improvisiert. Aber das wirklich aufregend auch für die Beteiligten war, dass man natürlich gewisse Geräte schon mal parat hatte und es eine grobe Absprache mit dem Ablauf gab. Die Gesamtdramaturgie, die ergab sich dann eigentlich erst so richtig am Ort, ob sozusagen die Zeit, der Zeitverlauf. Für mich als Teilnehmer, das Interessante war tatsächlich, dass das Publikum dabei blieb. Das war auf eine Weise so merkwürdig und unvorhersehbar und damit auch auf eine Weise, und das muss ich nachdenklich nochmal sagen, anders als das meiste, was an Kunstdarbietung damals. Wir kommen ja nun, sind ja geboren da in der DDR, was es in dieser Ostszene auch gab. Das hatte eine irre Energie. Es war immer alles irgendwie, also ja. die offizielle staatliche Kunst, ja. Das war alles immer arrangiert, abgesprochen und so weiter. Hier war eine gewisse Anarchie am Werk. Extrem, vor allen Dingen ein paar Performances, die ihr dann gemacht habt. Und ich habe zumindest einen Teil davon miterlebt und ein paar Performances haben wir dann gemacht. Andere Titel hießen genau Verlesung der Befehle oder einmal eine Performance, eigentlich unser letzter, an alles denken, wo wir dann sozusagen als Abwesende in der Performance auftauchen. Oder sogar, das war bei dem ersten sozusagen Auslandseinsatz nach dem Fall der Mauer, sind wir nach Paris alle eingeladen worden und dann gab es eine Performance, die nach so einem Titel aus einer Gedichtzeile von mir, Hitlers Ohr rosig im Bunker der Reichskanzlei. Das war sozusagen so ein frühes Zeichen der. Ja, also die französische Öffentlichkeit damals. War nicht begeistert. Aber die waren interessiert, die fragten sich, was kommt jetzt hier eigentlich für eine ganz andere junge Kunstszene auf uns zu? Da bestand die Performance zum Beispiel darin, dass ich mir da vom Schlachthof irgendwie ganz frisch also eine Kiste mit Schweineohren habe kommen lassen. Das war ehemals das Gelände, wo die Ausstellung lief, war der ehemalige Schlachthof in Paris, das La Villette, das übrigens auch in surrealistischen Filmen auftaucht und so weiter. Das wusste ich damals noch nicht. Und dann habe ich praktisch in diese Kiste hinein so ein Mikrofon und eine Lesung gegeben oder mehr so eine Art Performance-Lesung. Das sollte man eigentlich mal wieder tun. Das ist ein tolles Format. Ich wollte so sagen, auch das war, es war höchst merkwürdig für das Publikum dort. Ja. Natürlich, die haben dann, glaube ich, getitelt, kommen jetzt hier die Teutonen und so weiter. Sie sahen dann eine sehr deutsche Kunst am Werk. Aber es war ja auch immer ironisch gebrochen, das muss man dazu sagen. Also gut. Das war eine gewisse Phase unserer Zusammenarbeit, die sich dann natürlich erstmal verlor. Aber es gibt auch noch ein anderes Beispiel. Erstmal seiner Wege wieder. Genau, später, wenn ich nochmal ganz kurz
um das Bild Nummer 4 bitten darf. Der Traumführer Berlin. Traumführer Berlin war ja auch so eine Geschichte, die über ein Angebot zu einer großen Ausstellung 1997 war Deutschlandbilder, die der Kurator Eckhard Gilden damals kuratiert hat. Und wir durften dann zwei Busse der Berliner Verkehrsbetriebe gestalten, Doppeldeckerbusse der Linie 100, also der touristischen Linie, die sozusagen an allen wichtigen Orten vorbeiführt. Und du hast dann sehr wunderbare Texte dafür entwickelt, so kurze Sprüche, so kurze prägnante Sprüche. Na, wiederum war es natürlich so, dass du einen Entwurf hingelegt hast. Es handelte sich um Röntgenbilder. Ja, ich wollte so einen Bus als geröntgt, also dass man sozusagen das Gefühl hat, die Leute, die da drinnen stehen, sind wie geröntgt und vergrößert. Also da, wo quasi früher die Werbung klebte, bekannterweise an diesen Bussen in Berlin, klebten jetzt praktisch Folien mit Röntgenbildern. Und der Bus sah tatsächlich aus wie selber geröntgt durch dieses Rot. Das hatte auch einen wahnsinnigen farblichen Effekt. Ich kann das mal sagen, weil wir damals wohnten wir in einer Berliner Wohnung direkt an der Strecke. Und ich habe dann immer versucht, die Abfahrtzeiten abzupassen und stand dann wirklich eines Tages stolz auf dem Balkon und gesagt, da kommt wieder unser Bus. Nicht? Die fuhren dann auch eine Weile richtig regulär im Verkehr. Und das war sehr teuer, weil für die Zeit die Verkehrsbetriebe sozusagen auf die Werbeeinnahmen verzichteten. Das war noch eine schöne Pointe. Deshalb ging das auch nicht sehr lange. Das war ein Zeitfenster, was sich bald schloss. Und ich weiß noch den wehmütigen Tag, als wieder der Bus mit dieser Normalwerbefläche da lang fuhr. Ich dachte, alles ist wieder wie früher. Das war ein Ausnahmezustand. Ich wollte noch Fotos machen, bin dabei eins im Bus hinterhergerannt. Das war echt mühsam. Es gibt Abbildungen aus dem Projekt, aber es gibt keine Filmaufnahmen von diesen fahrenden Bussen, oder? Ja, damals war leider die Technik auch noch nicht so weit, dass man zufriedenstellende Ergebnisse erzielt hätte. Ich sag mal so, wärst du Boys, würde heute so ein Bus im Museum stehen. Das ist ein Thema für ein anderes Gespräch. Okay. Das lassen wir mal über außen vor. Nein, also ich würde ja eigentlich gern noch mal auch darüber reden, wie sozusagen das zusammenkommt, weil letztlich ist es ja so, du bleibst sehr streng auch immer beim Wort, währenddessen ich Bild anbiete oder eben halt wie diese Busse, das sind ja auch manchmal Objekte oder diese gemeinsame Arbeit. Vielleicht kann man mal das Bild 8 einblenden, die Glocke der Demokratie. Ich hatte einen Wettbewerb gewonnen anlässlich der Gedenkfeier der Ereignisse 89 in Leipzig. Sagst du mal genau, war das über die Montagsdemonstration? Es ging um die Montagsdemonstration. Denkmal der Einheit. Du hast gesagt, das ist das einzig realisierte Denkmal der deutschen Einheit, was es gibt. Das ist ja eine Pointe. Es ist ja im Prinzip, weil es quasi diese Ereignisse dieser Zeit zum Anlass nimmt. Ja? Also die Gemeinde, die Leute, die sich in der Nikolaikirche getroffen haben, von da aus dann losgelaufen sind, über den Ring gegangen sind und die Nikolaikirche war da im Zentrum und die Ostdeutsche Glockengießervereinigung hatte sich dazu hinreißen lassen, eine Glocke zu stiften, was aber so einfach nicht geht, weil nicht jemand privat irgendwas im öffentlichen Raum installieren kann, wurde im Wettbewerb ausgelobt und ich hatte eben keine Idee gehabt, eine Glocke nochmal als künstlerische Glocke zu machen, weil eine Glocke ist eine Glocke, und habe dann vorgeschlagen, eben eine Glocke als Ei, damit man eben nochmal ein anderes Bild als die Glocke hat, zu installieren, und das ist auch tatsächlich eine Glocke geworden, weil nur dort eben der Klöppel gegen eine feststehende Resonanzmasse, in dem Fall eben das Ei, schlägt. Das klingt von innen, das klingt jetzt nicht sehr schön. Das sehr beziehungsreich ist, also von innen schlägt der Knöppel. Aber diese Art Glocke gibt es ja, das ist eine Umkehrung, die ich hier verwendet habe. Und dieses Ei eben für mich irgendwie ein ganz schönes Bild für die Ereignisse damals war. Keiner wusste, was da rauskommt und selbst viele Bürger im Osten Deutschlands, in den ehemaligen
Und in den neuen Bundesländern waren sich ja auch nicht ganz klar darüber, was das ist. Achso, du hast dabei eher so an so das Überraschungsei der Demokratie gedacht, oder wie? Eben, was eben so ein Ei eben auch alles ist. Das Ei ist halt so, man weiß ja nicht, kommt da jetzt ein nettes, süßes Küken raus oder eine Schlange. Also es ist halt nicht so ganz klar. Das war so ein bisschen die Idee, dieses Ei vorzuschlagen. Und ich hatte jetzt damit nicht gerechnet, dass man das auch wirklich dann realisieren möchte oder dass es zur Realisierung vorgeschlagen worden ist. Aber ich glaube auch, dass Leipzig damit so, die reiben sich da ein bisschen dran. Ja, im besten Fall hat dann im Winter das Ei auch so eine kleine Mütze auf oder so. Also das ist zumindest eine Interaktion, die ich ganz gut finde. Aber das, und dazu hast du ein ganz tolles Haiku geschrieben. Nein, anders. Du hast mich gefragt, ob ich irgendwie dazu irgendeinen Wortbeitrag leisten kann. Ja, genau. Und im Grunde war ich komplett überfordert, weil ich eigentlich, muss sagen, bei so Denkmälern, auch Mahnmalen und so weiter, das oft störend empfinde, wenn da noch Text ist oder so. Das könnte man ja aus dem Totengedenken und so weiter. Und oft ist es das Beste, die Objekte sprechen wirklich für sich oder so. Das muss ich schon mal sagen. Das heißt, ich habe eigentlich fast immer, ich problematisiere das eigentlich zunächst mal immer, wenn du kommst und sagst, gibt es hier vielleicht irgendwie einen genuinen Wortbeitrag? Gut, aber dann habe ich so ein bisschen mit Formeln gespielt. Es gibt ja aus der japanischen Haiku-Tradition tatsächlich eben diese Möglichkeit mit sehr wenigen Zeilen eine prägnante Aussage oder ein Bild zu treffen. Und dann entstand so daraus, wie eine Formel über Demokratie. Und die ist dann in so einen Ring eingelegt worden. Nicht? Und das ist etwas kryptisch auch. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute nicht so ganz verstanden. Man kann es ja da lesen. Demokratie ist in unendlicher Nähe längst scheinbar. Nein, längst da als Kunst. Längst da als Kunst. Genau. Der Gedanke ist, dass sich praktisch in den Künsten, und das geht ja schon ein paar tausend Jahre, immer schon Demokratisches zeigt. Da ist es sozusagen schon mal durchgespielt worden. Also insofern sind die Künste dieser Raum der Utopie. Und es ist sozusagen schon unendlich nah. Aber im Lebensalltag oder im politischen Alltag verschwindet es plötzlich wieder. Das ist ein bisschen, vielleicht überfordere ich damit auch die Künste. Aber ich will damit eigentlich sagen, dass tatsächlich in den Künsten oft schon die politischen Utopien fast schon verwirklicht sind. Mhm. Aber eben damit meistens nur imaginär. Das ist vielleicht das Problem. Da sind wir sozusagen bei dem. Aber schön an dieser Glocke ist ja nun zu erkennen, dass es einfach einen großen Spannungsbogen gibt zwischen einem Satz, in dem Fall einem Haiku, der für sich steht, der eigentlich ein Solitär ist, und durch diese räumliche Nähe eben halt dieser Bronzeskulptur, dem Ei, der Glocke und dem Thema, ja. Und das macht ja letztlich so manche der Arbeiten, der gemeinsamen Arbeiten aus. Na, ich könnte noch hinzufügen, dass man das eigentlich durch ein paradoxes Denkmal. Ja. Nicht? Die Leute wissen auch nicht wirklich, was sie daran haben. Ist es vielleicht eine Ironisierung vom überhaupt Denkmalbegriffs? Mhm. Oder machen diese Leute sich lustig gar über das Gedenken an dieses Entstehen der Demokratie? Also letzteres eigentlich nicht. Aber es ist auch vom Gestus her, ist es eher fast ein dadaistischer Akt. Das muss man schon sagen. Also, und ich glaube, damals die Gießer, die waren auch etwas skeptisch, ob sie hier verladen werden. Ne? Ob das hier ein Scherz ist. Das weiß man übrigens oft bei dir nicht, wenn ich das mal so aus der Ferne sagen darf. Mir fällt auf, du nimmst ja vielfach an so Wettbewerben teil und alle viele deiner Arbeiten, aber auch deiner sonstigen Arbeiten, haben immer so eine merkwürdige Ironie. Und das, es gibt viele Leute, die eigentlich mit Ironie wenig anfangen können. Das ist leider so. gerade die Nutzer immer in diesen Wettbewerben, die ja mittlerweile ein großes Stimmrecht haben,
wollen eigentlich, die sehen da was anderes. Die sehen ihre Idee von Kunst da in solchen Beiträgen oft nicht verwirklicht. Als wärst du da nicht solide genug sozusagen, nicht staatstragend genug, ja. Oder? Ja. Das ist auch dein Eindruck, da gab es hin und wieder schon Ablehnung, ja, das obwohl es absolut way the best Entwurf war. Ja, absolut. Also, ja, das ist gibt's gar keinen Zweifel. Aber eine Jury ist eine Jury. Also ich, ja, ja, okay. Ja, ich bin ja nun hier in Düsseldorf auch als Kommissionsvorsitzender sozusagen, mhm, auch in der Bredouille auf der anderen Seite über solche Sachen zu entscheiden. Und es ist einfach so, dass für den Nutzer oft sozusagen dann andere Dinge eine Priorität haben. Das ist Schmück, das ist schön, das ist unterhellt, das ist irgendwie, ja. Aber das bringt uns vielleicht zum nächsten Thema. Du bist sehr früh dann, nachdem nun diese deutsche Vereinigung geschehen war und auch der Kunstmarkt sich komplett neu ordnete und so weiter, fing bei dir das an, dass du immer öfter so öffentliche Aufträge bekamst. Und vielleicht das Interessanteste mal aus dieser Phase, 90er Jahre, war ein Museumsprojekt, das dann so durchaus zum Pilotfall wurde. Mhm. Das Deutsche Hygienemuseum hatte zum ersten Mal beschlossen, eine ihrer Ausstellungen nicht von Museumsleuten, Museumspädagogen inszenieren zu lassen, sondern einen Künstler anzusprechen. Mhm. Interessanterweise haben die dann auch, also mich auch angesprochen. Nein, das war ja ganz anders. Sie haben dich angesprochen. Ja. Und du, in dem Fall war es ja nun mal so, hast du mich quasi als... Gut, weil ich gesagt habe, ich kann das gar nicht. Ich kenne hier einen Menschen, der kann euch Räume gestalten, der kann euch Objekte, der kann im Grunde so einen ganzen Laden schmeißen. Und, und das musste dann bewiesen werden und es wurde bewiesen. Ja. Also bravourös. Das war, das war die erste, erste Ausstellung eines neuen Typus. Ja. Denn seither gab es das dann öfter, nachher mit Rosemarie Trockel und immer ihre Themenausstellung. Jedes Mal wurde ein neuer Künstler angesprochen. Aber der Eisbrecher, das warst du. Also wirklich, ich muss es sagen, das war damals eine Ausstellung mit dem Thema, das Großthema war Gehirn. Gehirn und Denken. Gehirn und Denken. Also in allen Facetten. Mhm. Und du hast ein Raumkonzept, 17 Räume, autonome Räume. Du hast praktisch in den Museumsraum erstmal zunächst wie ein Passepartout eingebaut, sodass du dann 17 separate Räume, durch die man wie durch so ein Labyrinth ging, in denen alle möglichen Aspekte der Hirnforschung da inszeniert wurden. Ja, das finde ich bis heute eine der ganz großen Arbeiten. Ja, das Besondere an diesen Räumen war ja, dass sie scheinbar ein bestimmtes Thema hatten. Hatten sie zwar auch, also wissenschaftlich auf jeden Fall, also das, was erzählt werden sollte, diese museumspädagogische Linie war ganz streng und da hatten wir eine ganz tolle Mitarbeiterin, die Frau Dr. Dr. Hahn, die damals das Projekt schon Jahre vorher vorbereitet hatte. Also wir setzten uns da ja sozusagen inhaltlich in ein gemachtes Nest und dass diese Räume aber dann eben in Objekten, in kleinen Skulpturen, in kleinen szenografischen Umdeutungen ja völlig bizarr waren. Also man stand eigentlich in jedem Raum in so einer teils surrealen, teils seltsamen, gekippten Realität. Naja, Beispiel, also das war Stichwort ja Lernprozesse, das war ein Klassenzimmer. Seltsamerweise waren dann aber oben an der Decke die Tische und Bänke angebracht, spiegelbildlich und unten auch. Genau. Ja, also die Räume waren auch ihrerseits sozusagen angekantet. Ja, genau. Kann man hier nur andeuten, aber... Der Ballettraum, der Rehearsal- oder Probenraum war eben halt eine schräge, eine schiefe Ebene. Also, und das Tolle war dann, nachdem wir das Konzept den unterbreitet hatten, die das unbedingt wollten, hast du ganz darauf vertraut, dass das sozusagen szenografisch und auch inszenatorisch gefüllt wird und bist dann eigentlich am Ende der Phase wieder dazugekommen und hast deine Texte in diese Szenografie eingewoben. Ja, also der spiegelverkehrte Text hinter dem Handlauf im Probenraum, den man im Spiegel richtig lesen konnte, oder in der Dunkelkammer, wo die 9 Monate als quasi 9 Entwicklertische bei einer traditionellen analogen Fotoentwicklung gezeigt worden sind, was heute wahrscheinlich so nicht mehr gehen würde, weil man dann den Aufschrei hätte, dass man Föden aus den jeweiligen Monaten in Nasspräparaten inszeniert in einem Dunkelkammerset.
zeigt. Na gut, hätte. Zum Teil, die Objekte waren ja gegeben oder die waren in deren Archiven. Klar, die werden heute nochmal anders ja problematisiert. Alles, nee, was im Museum steht. Das, also, genau, aber ich wollte nur sagen, das, hier oben diese Lampe, das war praktisch nochmal ein ganz neuer Typus der Zusammenarbeit auch. Durchaus auch krisenbehaftet, weil an dir blieb damals sehr viel Arbeit hängen. Das habe ich vollkommen unterschätzt, dass die praktisch dann von dir alles machen ließen. Du musstest ja auch noch quasi die Werkstätten dort motivieren. Alles, aber lassen wir das. Nur daraus folgte dann eine ganze Serie, übrigens nebenbei gesagt, von solchen Angeboten. Also es ging eigentlich immer weiter. Du solltest irgendwie Expo-Räume entwerfen. Du solltest die Schweizer Expo plötzlich managen. Ich wurde plötzlich zum Spezialisten für solche Rauminszenierungen. Und hatte dann auch ein Büro gehabt, das hieß Büro am Zoo in dem ehemaligen Schimmelfänghaus. Das gibt es ja nicht mehr, ist abgerissen worden. Aber das hat mich schnell gelangweilt. Also ich habe das gern gemacht. Ich habe es dann auch nochmal für das Hotel gemacht, also für diese Zusammenarbeit mit den Schweizer Architekten E2A, die mich eingeladen hatten, gemeinsam eben die Landesausstellung Tirol, Südtirol, Trentino zu machen. Das waren dann 24 Räume. Und da gab es dann einfach nochmal ein fünffaches Budget oder so, es waren mehrere Millionen und das war natürlich toll. Ne? Ich meine, da richtig in das Material gehen zu können und so weiter. Man muss aber sagen, eine Konstante daraus, aber die gab es eigentlich schon noch ein bisschen vorher, sind deine Rauminstallationen. Das sind ja Sachen, die du bis heute machst, wenn man von dir mal eine größere Ausstellung sieht, eine Retrospektive wie die vor ein paar Jahren in Kiel, gibt es auch immer sozusagen ganze Räume. Das ist deshalb interessant, vielleicht kommen wir nachher drauf, weil ich auch deine Fotografie so sehe. Das ist die Fotografie von jemandem, der in Räumen denkt, der selber Räume inszeniert hat und 3D-Installationen eben ständig baut. Aber vielleicht kann man noch drauf kommen. Ja, also das. Ich will eigentlich damit nur sagen, wir haben dann praktisch die Form der Zusammenarbeit schon immer weiter, also immer erweitert. Es blieb dann nicht nur bei diesem simplen Bild hier und Text da, sondern auf meiner Seite waren es plötzlich alle möglichen Möglichkeiten, Kommentartexte, abgesehen von Vor- und Nachworten für Kataloge, aber Konzepttexte, alles Mögliche habe ich da erst mit dir dann ausprobieren können. Ja. Ja, normalerweise ist meine Arbeit ist natürlich da zu sitzen und Bücher zu schreiben, das ist eine vollkommen autonome Geschichte. Ne? Ja, aber das Tolle ist ja, du hast mir ja auch über die vielen Jahre, immer wo du warst, um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Thema, ich habe das ja vorhin schon angesprochen, Postkarten geschickt. Ja? Und es gab eben ja schon mal eine frühe Arbeit, vielleicht können wir das Bild Nummer 3 nochmal einblenden, aus 94, 95. Du hast die Serie damals Death Row genannt, ich habe sie Nullserie genannt. Also so weit ging das, dass jeder von der Literatur aus die einen anderen Titel hatte, weil sie dein Buch Den teuren Toten entsprach. Ja, in der Titelfindung kommt es oft zu Konflikten. Ja, aber das hat damit zu tun, dass nicht einig. Da haben wir uns oft gestritten. Also, ich glaube, das ist immer aber auch ruhiger geworden in letzter Zeit. Und da gab es schon mal so eine Konstellation, dass ich ein Bild geliefert habe und du hast aus deinen Vorbereitungen zum Buch Den teuren Toten Texte entnommen und die dazu geordnet, ja. Ja, ja. Und ja, das war schon so eine Vorstufe auch zu dieser Arbeit, wobei jetzt... Das war damals auch eine Versuchsreihe, die hatte dich interessiert, die hat damals auch etliche andere interessiert. Genau. Eine Sammlung von letztendlich grotesken Geschichten von Todesfällen, weil ich hatte damals, das war ein so ein Schock nach der Wendezeit, sozusagen die Regenbogenpresse. Bildzeitung etc. Die habe ich sozusagen mit völlig neuen Augen ganz naiv gesehen und da stand auch immer schauerlichstes Material drin. Und dann habe ich angefangen, so eine Sammlung anzulegen. Wie, wahrscheinlich sozusagen aus Notwehr habe ich die Sachen ausgeschnitten und diese Geschichten dann nachher zum Teil verwendet oder auch umgeschrieben. Und daraus wurde so eine Sammlung Den teuren Toten. Also die war auch viel größer noch angelegt ursprünglich. Das hat dich interessiert. Das hat mich stark beeinflusst, nicht nur interessiert, das hat mein ja, da gibt's aber 10 Jahre meiner Arbeit beeinflusst. Ach, na, doch, das war wirklich massiv. Also man kann ja sagen, es gibt sogar einen Katalog dazu, der ist 98 entstanden, den halte ich jetzt mal so in die Kamera vielleicht. Ein Babystrampler mit den kryptischen Buchstaben KSMM.
was so viel heißt wie komm, stirb mit mir. Und sozusagen die Zusammenfassung von allen möglichen, vielleicht hier doch nochmal den Titel, Todesszenen. Also das ging ja bis hin, Ende der 90er Jahre habe ich ja dann Selbsttötungsmaschinen konstruiert. Das war aber auch im Zusammenhang mit dieser gesellschaftlichen Debatte um Sterbehilfe, ging, richtig? Es ging um die Sterbehilfe, es ging, um alle Aspekte des, des Todes, des Freiwilligen, Unfreiwilligen, des Selbstgewählten, des meistens unbeabsichtigten Unfalltodes und so weiter. Aber das geht alles auf Death Row oder auf den teuren Toten zurück. Nur, dass ich das dann in der Arbeit, in Skulpturen immer weiterentwickelt habe. Ja? Dieser Gasherd, der zugetebt ist. Ja, Mamas Favorite, wo sozusagen nur der, so ein Kopfloch noch in der Folie offen ist, sozusagen. Das waren die 90er Jahre, die waren schon sehr dunkel in einer gewissen Art und Weise. Aber es sind interessante Arbeiten entstanden und was dann in den Nullerjahren passiert ist, also diese Rauminszenierung. Die nennst du auch so, Nullerjahre. Das ist interessant. Ja, ist das, sagt man das? Ich weiß es nicht. Doch, man sagt es so, aber ich finde es komisch. Das erinnert mich immer an Schnuller oder so. Das war nebenbei. Wie sagt man denn sonst? Ich wollte dich nicht rausbringen. Wie sagst du das jetzt? Ab dem Jahr 2000. Die 2000er? Dann sind das ja alle, oder ich meine. Nein, es hat sich eingebürgert. Alles gut. Ja, das klingt so nach Toilette, das stimmt, aber das ist irgendwie. Voilà. Ja, es sind halt nochmal 2-0, da kann man nichts machen, das ist halt so. Also, es ist halt, dieses erste Jahrzehnt ist sozusagen immer so ein. Die Null spielt ja auch eine große Rolle in deinen Arbeiten, nicht? Immer wieder taucht die im Titel auf, ja. Gut, das ist vielleicht nur nebenbei. Ja. Die Lehre. Ja. Naja, aber wichtig ist einfach, dass über diese Phase hinweg natürlich dann nach diesen ganzen Rauminszenierungen unsere Zusammenarbeit sich ja auch auf Videos, Videozusammenarbeit und so weiter. Und eben dann, um jetzt mal wirklich zu dem zu kommen, worum es heute hier ja geht, ne? Vielleicht doch nochmal zu sagen, dass quasi diese Beschriftung der Bilder auch was mit dem großen Vertrauen zu tun hat, was man dem anderen gibt, weil man weiß sozusagen, man hat ja sein eigenes Bild, seine eigene Geschichte, man hat ja da auch was erlebt. Das sind oft ganz private Fotonotizen von Reisen, von Momenten, wo man auch quasi für sein geheimes Skizzenbuch quasi, sein fotografisches Skizzenbuch, sich Dinge notiert, wo man weiß, oh, daraus könnte man mal was machen, das ist eine gute Idee. Dass man dann diese privaten Aufzeichnungen plötzlich öffnet und dem Freund gibt, der plötzlich eine ganz andere Geschichte erzählt, ja? Die an einzelnen Punkten zwar was mit dem Hintergrund des Bildes zu tun haben kann, aber nicht unbedingt muss. Und damit quasi die, im Geimerschen Sinne quasi. In welchem Sinne? Peter Geimer quasi. dieses oft belanglose und oft so austauschbare Motiv. Ja, es gibt, das sind ja Motive, die haben ja erstmal auf den ersten Blick so, ja, was ist da jetzt so fotografisch wichtig dran? Die sind fotografisch ja eigentlich nicht unbedingt wichtig auf den ersten Blick. Und du legst das irgendwie mit deinen Texten frei und bringst eine Geschichte rein, die das Bild plötzlich aufwertet. Ja, es wird sozusagen gibt es so eine Anreicherung, eine inhaltliche Anreicherung, die das sozusagen zu so einem besonderen Ort, besonderen Geschehen macht, was vielleicht nicht unbedingt in der Realität so war. Weil ja, das ist eine ziemlich heikle Frage, ob das eine oder das andere funktionieren würde. Also die Texte sowieso nicht, die sind ja noch nur entstanden, weil ich auf das Bild geschaut habe. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass die Bilder autonom sind. Man könnte sich vorstellen, einfach ein Fotoalbum mit einer Sammlung von diesen, weil du da sehr systematisch auch vorgegangen bist im Laufe der Jahre.
Ich darf vielleicht erinnern, vielleicht, du hattest mal ein Buch. Also zunächst mal dieses Buch Neobiota, das kann man ja wenigstens einblenden. Ja. Dann mal Bild 10 vielleicht mal ganz kurz. Das brauche ich vielleicht deshalb, weil da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass du, also, dass du ganz ernsthaft auch an sozusagen an dem Strang Fotografie arbeitest. Du Fotografie einen, und Kommentar. Und eigenen Kommentar, übrigens eigenen, genau. Du warst, was weiß ich, ein Dreivierteljahr war es, glaube ich, in China. Peking, so ein halbes Jahr. So eine Künstlerresidenz. Mit Christine de la Garenne zusammen. Voilà. Und Künstlerin, die. Und du hast praktisch da sehr intensiv, neben vielen anderen, du hast ja Ausstellungen da auch gemacht und auch übrigens Installationen und alles, an so einem Bildtagebuch gearbeitet. Mhm. Und das, daraus wurde dann das Buch. Ich habe dann ein Vorwort geschrieben. Mhm. Aber das ist sozusagen der Schritt Nummer eins gewesen in diese vielleicht Zusammenarbeit auf der Ebene. Mhm. Und das hat mich auch sofort gefesselt, also dein Blick zum Beispiel. Mhm. Also es gibt also in dem Buch muss man fairerweise nochmal sagen, es ist also auch eine Gemeinschaftsarbeit gewesen mit Christine de la Garenne. Sie hat ja auch, wir haben ja gemeinsam quasi diese Zeit dort verbracht, fotografiert und auch die Texte mitentwickelt. Also die Fotos sind von beiden Künstlern. Ja, okay, das steht da auch in dem Buch. Das muss man jetzt fairerweise muss man so sagen, weil das auch ganz wichtig ist, weil wir uns auch gegenseitig beeinflusst haben. Ja. Das Konzept quasi gemeinsam entwickelt worden ist und auch uns beide ist ich wollte das auch nur der Auftrag ergangen, das zu tun. Ja. Klar, aber das Prinzip dahinter ist das, was sozusagen aus diesen vorangegangenen Arbeiten ja auch deutlich geworden ist und was auch dann jetzt eben bei Intercom jetzt wieder nochmal anders, nochmal klarer in dem Sinne, was Text ist und was Bild ist. Ja, vielleicht zeigst du mal eins. So, dann machen wir mal jetzt den Bild 11. Das ist, das Bild 11 habe ich hier gerade nicht als Text. Was hast ich soll du als was Text? Vorlesen, verstehst du? Ja, ich möchte gerne mal was vorlesen. Die 1, so hatten wir es. Der Bild 12, das ist auch im Buch das erste Bild. Ach so, ja, genau. Bild 12, bitte. Also das ist wichtig für mich, war immer zu wissen, dass es hierzu einen Ort gab, konkret. Ich habe den dann manchmal auch später, heute geht das ja schnell, gegoogelt, um selber quasi dort zu sein. Oder habe mir die Geschichte angehört, wie das entstanden ist, das Bild. Warum du dort warst und so weiter. Das ist ja vielfach auf Reisen entstanden. Auch in künstlerischer Arbeit, wenn du an Ausstellungen beteiligt warst und so weiter. Und hier sind wir also in den USA. Und das ist Richmond, Virginia, Kathedrale. Wie eine Rakete kam das Gefährt aus dem Park geschossen, ein weißer Pickup mit einem Pferdeanhänger. An der Kreuzung musste er eine Vollbremsung machen, kam ins Schleudern und dann genau vor den Stufen der Kathedrale zum Stehen. Dabei muss die Klappe des Anhängers aufgesprungen sein. So erzählte es ein Augenzeuge. Was dann geschah, sagte er, werde ich mein Lebtag nicht mehr vergessen. Ein schwarzer Hengst, ein echtes Vollblut, trat aus der Box und trabte durch die weit geöffnete Flügeltür hinein in Gottes Haus. So selbstverständlich, als kehrte er in den heimischen Reitstall zurück. Der Fahrer war unverletzt, ich schätze, er stand unter Schock. Wir sind dann beide hinterher und fanden das edle Tier vor dem Altar wieder. Es war völlig ruhig, ein Wunder war geschehen. Der Mann fiel dem Pferd um den Hals. Wie gesagt, er stand unter Schock. Geschichten wie die kommen natürlich vor. Gut, das ist keine Frage. Das ist für mich natürlich ein Irrsinn. Ja? Plötzlich diese Geschichte zu lesen, das ist immer auch toll, wenn du mir die Sachen schickst, wenn du sagst, jetzt habe ich etwas gefunden zu dem Bild. Zu sehen, wie plötzlich eine Tür geöffnet wird, die absolut nicht erahnbar war vorher. Weil meine Motivation, diese Kirche zu fotografieren, war eine ganz banale. Das Kirchenhaus unter einer Rekonstruktionssituation, das Gerüst davor, das Portal, es ist eine sehr wichtige Kathedrale. Ja.
die dann sozusagen in diesem Zustand des, in diesem Bauzustand für mich irgendwie so eine Ironie hatte. Ja? Eigentlich erwartet man ja von einem Gotteshaus, dass das sozusagen nie in sich brüchig wird oder zusammenfällt, was natürlich jetzt, wenn wir an Notre Dame denken, doch ganz schnell passieren kann. Und dann kommt aber plötzlich von dir ein ganz anderer Ansatz. Ja? Also dieses Gerüst, diese Konstruktion, diese Bauarbeiter, dieses harte Schlaglicht der Sonne, das ist alles überhaupt nicht wichtig, sondern es wird quasi eine Situation beschrieben, die so einen leichten Trauma-Effekt hat. Also wenn man mal einen Unfall hat oder irgendwas zugestoßen ist, dann kennt man dieses zwischen der Wahrnehmung sein, ja, diesen Aussetzer, dieses... Naja, aber eines ist eben auch klar, ich meine, jeder Ort auf dieser Erde wimmelt von Geschichten. Also so geht es mir oft, wenn ich zum Beispiel dann selber an so einem Ort stehe, bin ich mir eigentlich sehr bewusst, dass hier schon vieles stattgefunden hat. In den 50er Jahren vielleicht Demonstrationen gegen Rassen, also Rassendiskriminierung und so weiter und so fort. Das geht ganz schnell. Nein, was ich damit sagen will, egal welcher Ort fotografisch erfasst ist, wir können davon ausgehen, dass sozusagen an diesem Ort schon immer ganz viel stattgefunden hat. Das ist für mich zum Teil geisterhaft anwesend. Ich stehe manchmal wie angewurzelt an irgendeiner Straßenecke und denke mir, also was hier alles passiert ist. In Berlin geht es einem oft so, nicht? Von Geschichte gedrängt und so weiter. Insofern ist das nicht ganz aus der Luft geholt. Mir ist umgekehrt klar, dass deine Bilder haben oft sozusagen den Charakter von Notizen. Du hast es erwähnt, das ist für dich auch ein technischer Blick. Dich faszinieren Installationen. Naja, auch das Bizarre schon an der Situation. Ja. Es geht mir schon um eine Situation, die Augen, also erstmal offensichtlich im Alltag ist, aber alltäglich und nichts so Wertschätzendes haben muss. Man muss sagen, kann man fotografieren, muss man nicht. Ja. Aber auf den zweiten Blick, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie dann doch sowas Symbolhaftes haben. Also das ist auch in meiner Arbeit oft so, dass ich nach so Zusammenfassungen suche. Was ist so ein schlüssiges Symbol oder Signet oder was wäre die Ikone oder dieses... Der letzte Zusammenschluss eines inhaltlichen Motivs. Ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass du den Ehrgeiz, sagen wir mal, des reinen Fotografen hast, der sein Motiv finden will. Nein. Das ist eher so Parafotografie. Oder? Parafotografie ist ein tolles Wort. Naja, nee, oder wo ich sage, hier ist wieder dein Gestus, ist ein gebrochener. Du willst auch überhaupt nicht konkurrieren damit. Es gibt genug gute Fotografie in der Welt, nicht? Das ist ganz klar. Die Frage ist, es ist jetzt aber auch keine schlechte Fotografie, also im gewollten Sinne, so wie es Bad Painting gab, kann man ja sagen, so, ich mache jetzt schlechte Fotografie. Auch übrigens gute Fotografen haben ja angefangen, schlechte Fotografie zu machen oder Random Fotografie oder was auch immer. Es hat schon oft auch was sehr Gezieltes, da hast du einen Bildausschnitt gefunden und der hat dich schon mal selber inspiriert, sowas. Aber was es war, das ist für mich fast unabsehbar. Ja, das hat auch dann fange ich eben an zu fantasieren. Nicht? Manchmal ist das auch situativ gewesen, dass man einfach Lust hatte, auf den Auslöser zu drücken und einfach so einen Moment einfangen wollte, auch als Erinnerung an einen Ort oder an eine Zeit, einen Moment, in dem man etwas gerochen hat oder gefühlt hat oder so. Das kann man aber in der Fotografie natürlich nicht wiedergeben. Aber was du mir dann übergibst, nebenbei gesagt, und ich muss vielleicht mal die Technik erwähnen, im Grunde letztens ist es längst schon so, vielleicht ich praktisch von dir einen schönen Abzug ausgehändigt. Der wird mir fast sozusagen so auf den Handtellern gereicht wie... Was hältst du davon? So. Und da ist aber der untere Teil ist noch völlig frei. Und das ist jetzt praktisch meine Aufgabe, kann ich dazu irgendwas finden? Und ich muss es dann praktisch später ja auch direkt draufschreiben. Das war die Idee. Im Grunde beschädige ich das da wahrscheinlich zum ersten Mal, wie auch immer. Also ich trete praktisch ein durchaus destruktives Verhältnis zu deinem Bildentwurf. Aber ich habe das Gefühl, wenn du es mir gibst, bedeutet dir was? Wir machen mal Bild 14. Also das bedeutet dir schon was. Oh, jetzt ist hier ein anderes Bild schon drin. Ja, machen wir mal Bild 14, weil das hast du jetzt gerade. Ja, zum Beispiel ein Schneehaufen. Nicht? Das ist vom Ort her Innsbruck Domplatz. Es ist mir auf meinen Reisen öfter passiert. Wo ich hinkomme, gerate ich in die Dreharbeiten zu einem Film.
Ich ärgere mich dann immer über die Blockade des öffentlichen Raumes, die Schaulustigen am Straßenrand, die nie genug kriegen können von ihren Stars. Ein halber Tag ging mir in Innsbruck verloren, ehe der Domplatz endlich wieder zugänglich war. Wieder und wieder hatten sie dort eine Abschiedsszene geprobt vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges. Nach Stunden erst war der ganze Spuk mit Hakenkreuzfahnen, Wehrmachtsfahrzeugen, Damen mit Tiroler Hüten vorbei. Nur ein Rest vom Kunstschnee war liegen geblieben, als die Luft endlich rein war. Also für mich ist das ganz klar Kunstschnee. Ja, ja klar, das liegt da irgendwie so einsam. Ja. Meine Motivation war ja eine ganz andere. Also in dem Sinne, dass man sich an etwas erinnern möchte, war einfach diese Tragik auch dieses eines wichtigen Skiortes in Österreich, dass man quasi mittlerweile eben den Winter nur noch in den Bergen hat. Also man sah von der Stadt aus, auch vom Domplatz aus, diese wunderbaren schneebedeckten Gipfel, dieses Paradies, war ja, natürlich ja, traumhaft die Ecke, ja. Und faszinierend, zwar auch gefährlich und so weiter, aber gibt es auch eine tolle Seilbahn von Sarah Dietz, designt und so weiter. Und man ist ja im Nu da oben in dieser Welt, aber unten im Tal, und es ist auch diese Tragik der ganzen Klimaentwicklung, dass diese Täler grau und traurig sind. Ja? Und aber merkst du, jetzt führst du das Realitätsprinzip wieder ein. Naja. Was halt nicht schlimm, aber das Realitätsprinzip bringt ja eigentlich diese Bilder schon mal mit, und ich muss gegen das Realitätsprinzip angehen, dringend. Ja. Das ist immer der erste Impuls. Manchmal übertreibe ich es dann in die andere Richtung, dann mache ich das Bild viel brisanter. Ja. Also plötzlich ist das natürlich für mich eine Tatort-Szene, also ein Tatort oder eine Terrorszene oder potenziell. Manchmal sozusagen, wie soll ich sagen, entschärfe ich das Bild oder versuche es zu entschärfen. Ich wollte eigentlich nur das Prinzip erklären. Also für das Prinzip mich funktioniert das, weil es im Kontext gibt, so eine Erinnerung nicht mehr im Bild sichtbar. Ja? Deine Erinnerung. Mein Bild ist nicht mehr im Bild sichtbar. Ja. Das rauszulösen heißt ja, das Bild hat gar keinen, macht überhaupt keinen Sinn als Bild. Ja, es ist sozusagen so redundant und so jetzt kommt wenig aber der Witz, also jetzt so ein Schneehaufen und vielleicht sogar in Innsbruck, habe ich auch schon gesehen. Also vertraut ist mir das. Das wollte ich gleich dazu sagen. Nur habe ich dann wieder ganz andere Erinnerungen vermutlich. Ja. Nee, das ist vielleicht nur deshalb wichtig, weil du dann manchmal musst du übrigens ja was dazu erzählen, damit ich überhaupt eine Orientierung kriege. Und dann muss ich das eigentlich wieder vergessen. Ja, also es gibt aber auch andere Varianten, also diese 49 Bilder durchziehen ja auch so einen quasi so einen Katalog von ganz unterschiedlichen Bildtextmotiven. Ja? Also es geht ja weiter, vielleicht mal die Nummer 15 in der Intercom 15, Bild 15. Diese bronzenen nicht Astronauten, man hat ja da auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs Kosmonauten gesagt, was ich eigentlich genauso schön finde, nicht aus Sentimentalität, sondern weil dieser Begriff des Kosmos da nochmal klarer wird. Na, hier ist deshalb auch interessant, das kann man als Hintergrund schon erzählen, der Ort Dresden, Militärhistorisches Museum, dort für für dieses Museum, dieses bisschen in Dresden, in der Dresdner Neustadt, hast du auch eine ganz eigene Arbeit mal gemacht. Also draußen vor dem Museum, so eine Installation. Eine Rieseninstallation mit großen Buchstaben, mit gekippten großen Kriegerfiguren und Geschützen, die sich in den Boden bohrten, und dann stand da groß Kollateral. Gut, gut. Also der Ort ist also mehrfach kodiert, übrigens für mich auch. Ich komme ja auch aus Dresden wie du. Und gerade dieses Militärhistorische Museum, dort in diesem Kasernenareal, was es übrigens schon noch aus der Kaiserzeit war, aber in der Nazizeit wieder, das spielte schon eine große Rolle.
dort um die Ecke lag damals das Wehrkreiskommando, in dem ich gemustert wurde und so weiter. Also das ist belasteter Boden sozusagen. Ich wurde da ausgemustert durch deinen Handicap. Bizarrenzeremonie, aber das ist ein anderes Thema. Aber auf die Handicaps kommen wir jetzt nicht, oder? Gottes Willen. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht doch noch mal zwei Bilder zeigen und dass eher du noch mal... Vielleicht darf ich das lesen. Genau, darum geht es. Das wollen wir. Was hast du jetzt? Das ist jetzt okay. Dresden, genau, Militärhistorisches Museum. Da wird es vielleicht persönlicher auch mal. Der Ausdruck Sternenstädtchen fiel mir wieder ein. Das war lange nach dem Fall der Berliner Mauer. Kosmonauten hatten mir immer leid getan. Abgesandte der Sowjetunion in den Weiten des Alls. Als Kind schon konnte ich mir ihre Einsamkeit vorstellen. Dazu die schreckliche Nahrung auf so einer Raumstation. Über Wochen nichts als Babybrei aus Schläuchen und Plastikbeuteln. Irgend so ein Stümper, ein Staatskünstler, hatte sie in Bronze verewigt. Verhärmte Gestalten, sie erinnerten eher an Panzersoldaten. In Momenten der Schwäche kehrte ich hin und wieder in meine Heimatstadt zurück. Niemand empfing mich dort außer meiner kranken Mutter. Ein Wintertag auf Erden, mitten in der Klimakatastrophe. Zombies in einem Depot des Militärhistorischen Museums. Von irgendwoher kannte ich diese steifen Figuren. Hatte ich sie nicht auf dem Schulweg manchmal aus der Straßenbahn gesehen, in Dresden, auf einem Platz nahe der russischen Garnison? Jetzt waren sie wieder da, Müll der Geschichte am Stadtrand geparkt. Déjà-vu nennt man das, eine Erinnerungstäuschung. Aber das heißt nichts. Mein Gedächtnis ist schon immer seine eigenen Wege gegangen. Nur vielleicht ein Stichwort dazu, das ist der Ich-Erzähler, bin natürlich nicht ich. Also das ist auch nochmal so eine andere Geschichte. Also das sind oft Ichs, die zwischen uns liegen, nebenbei gesagt. Und vielleicht wir kommen jetzt ein bisschen aufs Ende gerade zu. Ah ja. Vielleicht nochmal, hast du den Text vom Spielplatz, Berlin Spielplatz, den Reichstag, den hast du nicht, gut. Nein. Ich habe aber einen Text aus Jordanien. Oh, dann sind wir quasi wirklich, das ist auch im Katalog, das letzte Bild. Ja. Dann Bild 18. Das haben wir auch nochmal ganz groß, ganz sozusagen noch ohne... Naja, das ist ganz interessant, weil es sozusagen den Betrachter mit einem fotografierten Mann konfrontiert, der plötzlich bemerkt, dass er fotografiert wird. Und du als der Fotograf im Hinterhalt, das war ein Problem für dich, das ist ein heißes Foto, das sieht man aber sofort, das ist ein heikles. Ja, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf, was das Schöne ist an dieser Ordnung, am Anfang haben wir den Fotografen in Death Valley bei den, Racetrack-Steinen, die sich selbst verschieben auf der Platte da, auf dieser Sandplatte, und am Ende wieder der Fotograf, was ja das Thema des ganzen Buches ist. Mhm. Ja. Also das Betrachterauge, das ist oft im Geheimen operiert. Das ist auch so ein Motiv, der sich durchzieht. Und thematisch haben wir am Anfang eben die quasi die Kirche und am Ende. Naja, die Beziehung der ganzen Texte und vor allen Dingen der Fotografien untereinander sind nochmal ziemlich komplex. Das hat sich übrigens erst gezeigt, das war gar nicht geplant, nicht? Das hat sich so über die Jahre herausgeschält. Es ist auch, wie gesagt, eine Auswahl getroffen worden unter viel mehr Bildern. Wir mussten da einschränken. Ja. Sorry. Aber soll ich vielleicht, weil ich gebeten worden bin hier und dieser wunderbaren Gesprächsrunde hin und wieder auch mal was zu lesen, dann mache ich das jetzt. Petra, das Schatzhaus. Im selben Moment, da er auf den Auslöser gedrückt hatte, war es ihm peinlich gewesen. Der Mann hatte ihn in seiner Nische bemerkt und behielt ihn im Auge. Sofort war die Umgebung wie ausgelöscht, dies ganze erhabene Wunderwerk in den Felsen, für das sie die Reise auf sich genommen hatten, den Flug, die Strapazen. Da war es wieder, dieses Todesgefühl, das ihn mitten ins Herz traf. Es war sinnlos. Sobald es ein Wort dafür gab, ging es ins Leere und verpasste das Namenlose. Sie nannte es seine Angst. Aber das war es nicht, das erfasste nicht, was mit ihm geschah. Dass der Typ verschwunden war, schon eine Sekunde später, verweht wie eine Wolke von Weihrauch. Dass sie niemals hier gewesen sein würden. Dass all das ohne sie weiter bestand, wie der Name der römischen Provinz Arabia. Wie die Gräber, die Säulenstraße, das Schatzhaus des Pharao. Dass ihm plötzlich kalt war bei 30 Grad Hitze, dass ihn sein Schatten verriet, dass er am ganzen Körper zitterte.
Ja, ja, dann Ute, sag doch noch was dazu. Ja, jetzt sage ich noch was dazu. Hier ist mein Lieblingsbild hinter dir, aber wenn ich das vorlesen würde, naja, das ist etwas schlüpfrig. Das wollen wir heute dann nicht mehr machen. Aber es ist ja wirklich ein Lesebuch, das zwei Welten zusammenführt und auch dann bei einem selber irgendwas in Gang setzt. Und deswegen ist das so genial. Ich jedenfalls freue mich, dass es bald herausgegeben wird und dann können Sie es bei, soll ich schon sagen, Hartje Kanz erwerben. Okay, also vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und kommen Sie gut in die nächste Woche.